Wahrscheinlich der, der ihn hier gepflanzt hat. Na! Damn! Kimmusch! Kann ich mich daran gewöhnen. Ich gehe in Zukunft Kühe verprügeln für meine Experienz. Ich tue was dafür. Das ist ja noch mehr von euch unnütz im Pack. Vielleicht ein bisschen viel die Elder Scrolls jetzt für zweimal nacheinander. Und ich habe vergessen, die Zufallswiederholung zu aktivieren. Da-da-dam, 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 da-da-dam. Sodele, wo ist denn hier noch ein nicht bewachsener Baum? Im Nirvana. Da, wo ihr hingehört, der Penner. Da geht's auch noch rein. Mann, 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 das geht alles in dieselbe große Höhle. Ich sag's euch. Ich hab das Spiel durchschaut. So, dich auch nochmal umlatzen. Boah, wie die rennen können. Typische Weiße. Maul aufreißen und dann, ja, wir müssen uns evakuieren, weil... Da steht dann so eine Angie ganz vorne, ja, wir haben dem deutschen Volk unsere Treue geleistet. Jetzt ist es an der Zeit, dass das deutsche Volk begreift, dass wir von nun an von einer anderen Operationsstätte aus agieren werden. Und dann macht's Fürth, der Helikopter ist weg und irgendwann stehen sie bei uns vor der Tür. Die Spastis. Die Angie, ganz ehrlich, was die, die ist eine politische Hure. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die labert einen Kack. Die Grünen, ich, das ist das populärste Beispiel, was ich für den Fall, den ich euch jetzt eigentlich beibringen will, kenne. Angela Merkel steht vor dem Bundestag und erklärt, dass ein Bündnis mit den Grünen, die derzeit auf dem Aufmarsch sind, komischerweise, möglicherweise zu realisieren werde. Wäre, weil das könnte ja alles passen. Dann wird in Hamburg, war das glaube ich, wird diese Koalition eingeführt zwischen den Grünen und der CDU. Das klappt nicht. Die Angie sagt, nee, das hätte nie funktionieren sollen. Das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Tut uns leid, dass wir sie getäuscht haben, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ein halbes Jahr später, oder noch gar, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist, dass das war. Auf jeden Fall etwas später gewinnen die Grünen wieder mal noch weiter an Stimmen, steigen weiter an und dann die Angie wieder. Ja, wäre ja möglich. Um die brauchst du dir keine Sorgen machen. Die Angie wird in 15 Jahren noch Kanzlerin sein. So, wenn ihr jetzt übrigens alle sagt, woher weißt du denn das? Du bist doch Let's Player, du darfst politisch nichts auf dem Kasten haben. Dann ist das erstens sehr, sehr gemein, weil, als Let's Player darf ich mich durchaus fortbilden. Aber andererseits weiß ich das aus dem deutschen Kabarett. Ja, da staunt ihr, was? Was ist denn mit dir? Hast du keinen Bock zu gehen? Soll ich dich ein bisschen anschieben? So. Wie viel Holz haben wir jetzt? 46, das heißt, dass wir jetzt noch 48, 49, 50, 51. Wir brauchen aber mehr. Was ist mit dir? Du bist einer dieser Bäume, die man nicht umfällen sollte. Dich habe ich jetzt schon zweimal abgehauen. Da kann auch noch ruhig ein drittes Mal zukommen. So. Pflanze ich direkt schon mal einen neuen Sapling. 56. Du. Aber ganz schnell. 62, fehlen uns noch 2 Holz. Wo war der Sapling gerade? Da, den wollte ich nämlich haben. Genau wie dich. Und dann gehe ich zu dir hin und hau dir eine rein. Ja, und dann hau ich dem hier eine rein, weißt du? Dann hau ich dem da hinten noch eine rein. Und dann hau ich dir noch eine rein. Und dann hau ich dir noch eine rein. Und mit der Gewissheit, dein Freund auch.
Mhm. Dein Freund auch. Komm her. Coole Sache. Du da vorne auch noch. Pedal! Boah, willst du mich flachsen? Na also. Diese unfassbare Kreativität in der Playlist. Diablo. Oblivion. Morrowind. Dragon Age. Oblivion. Cool. Oh, kein Schwein. So, dann nehmen wir noch einen von den uralten Bäumchen auseinander, wo die Leaves noch dran herumwandern, die allerdings kein Mensch braucht. Hier haben wir es, das war bestimmt mit dem Philipp, als ich hier rumgeguckt bin. Wie weit sind wir bei Outer City? Ja, erst 22 Minuten, da fehlt noch die Hälfte. Dann wollen wir mal, wie viele Kühe hier rumgucken. Ich habe euch gerade eben alle umgebracht. Ihr seid aber auch so blöd und kommt wieder. Naja, immerhin wird die Vegetation, die Belebung wieder angekurbelt. War ja lange Zeit ausgesetzt. Kann mir einer sagen, warum das so war? Ich hatte irgendwie das Gefühl, in jeder einzelnen Minecraft-Welt, in der ich war, die aus einer früheren Version stammt, ab der 1.8.1 war das so, war die Belebung mit Tieren deutlich schlechter als vorher. Warum? Hatte das irgendwelche Programmierfehler oder war das irgendwie unbeabsichtigt? War das beabsichtigt, dass es so ist? Um Werbung für die neuen Binomen zu machen. Das würde mich wirklich mal interessieren, warum der Notch das getan hat. So, dich nehme ich mit, den Insekt tue ich sonst wohin. Raw Beef kommt selbstverständlich unten in den hier? Ne, nicht den hier. In den hier. So, da sind sogar noch 4 Chicken. Kannst du mal sehen. Dann tun wir dich da mal drauf. Und wieso nehme ich eigentlich... Naja. Es gibt sehr viele Fragen, die ich bei der neuen Version habe. Einerseits, warum bricht dauernd die Framerate ein? Die zweite wäre, was zur Hölle ist mit dem Essen passiert? Du leidest nicht mehr Hunger. Ich weiß, dass das nicht dahin kommt. Ich würde mich jetzt auch eigentlich am liebsten darüber abfacken, aber ich habe gerade keinen Bock. Ich peile es nicht. Es gibt so, hier, ich bin doch jetzt schon rumgelaufen wie ein Weltmeister. Ich habe noch nicht einen Essensbalken verloren. Schon mal aufgefallen? Da ist doch irgendwas krumm. Sind jetzt die Texturen davon weg beim Mieser, sodass man keine Texturen mehr verliert und trotzdem und aber irgendwann Hunger leidet? Oder wie soll ich mir das erklären? So, auf jeden Fall hatten wir die verschiedensten Sachen geplant, der Philipp und ich. Allerdings kann ich mit diesen Planungen leider nicht anfangen. Von daher weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich könnte hier auch mal an den Feldern ein bisschen rumschrauben. Ich könnte auch bald mal ein bisschen Erde holen gehen, denn wir haben nicht genug, glaube ich. Ich glaube, wir haben noch ein 64er Stack und dann war es das. Ich weiß, Erde abbauen ist der spannendste Minecraft-Job, den man machen kann. Aber irgendwer muss das leider auch machen. Ach, wir haben noch ein bisschen. Dann verbrate ich den jetzt erstmal und dann gehe ich möglicherweise Erde abbauen. Und das, Leute, das geht mir schon seit ewig Zeiten auf den Piss. Und deswegen werde ich das jetzt auch wegmachen. Man gebe mir Gravel. Jawohl, ja. Denn egal wie schlimm der Weg danach aussieht, nichts ist so schlimm wie diese drei Erdblöcke, die sich niemals bewachsen werden, weil nichts Grünes daran angrenzt. Traurig aber wahr. So. Haben wir schon wieder 6 Erde geholt. Sind wir nicht heiß. Bevor wir jetzt mit den Bauten anfangen da hinten, denn ich würde gerne die Fläche für... Oder machen wir das... Also auf jeden Fall brauche ich eine neue Schaufel, so viel ist sicher. Aber ich überlege jetzt, wie ich das am klügsten mache. Ob ich die Farm jetzt langsam mal umziehen werde oder ob die jetzt da stecken bleibt. Erstmal eine schöne neue Schaufel. Spitzhacke kann ich mir alles nachher noch machen. Und eine Axt brauche ich jetzt eigentlich nicht so. Irgendwie ist es Dauernacht hier. Ja, was mache ich hier? Die Farm ist jetzt an sich schön. Also das Schafsgehege ist natürlich hoffnungslos überfüllt. Und das Kuhgehege ist genauso hoffnungslos überfüllt. Das Schweingehege geht jetzt eigentlich noch. Eigentlich ist das Schafgehege nur hoffnungslos überfüllt, obwohl ich das schon vergrößert habe. Das geht.
Ja, übrigens, ich habe momentan mein Minecraft auf Peaceful. Das liegt aber einfach daran, dass ich mir das mit der Performance nicht leisten will, auch noch Mobs anzumachen. So, ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Wie kann man das machen? Wo kann man die auch hin umziehen, ist die Frage. Denn man könnte natürlich hier eine Scheune draus machen. Oder zumindest das irgendwie überdachen. Dann müsste der Baum weichen. Und dann macht man das Ganze einfach noch ein bisschen, weißt du, wie lang ist denn das Gehege hier hinten jetzt? Lass mal sehen. 1, 2, 3, 4. Klappt so nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ja, das ist 12 und das ist glaube ich 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, sieht natürlich alles ein bisschen scheiße aus so. Dann könnte man, das ist, jetzt bin ich hier nämlich gerade am Arbeiten. Ich überlege, ihr werdet es sehen. Das kann ich noch gar nicht in Worte fassen, was ich hier vorhab. Machen wir das so. Schalala, was ist hier los? Die Texturen werden nachgeladen. Habe ich dem Text? Ich habe sogar die original Misas-Version drin. Habe ich dem irgendwas getan? Habe ich irgendwas vertauscht vielleicht? Den See. Könnte ich mit dem eigentlich was anfangen? Hammer. Wäre mal die Überlegung des Jahrhunderts. So, an den muss es auf jeden Fall mindestens angepasst werden. Dann würde ich hier noch eine Bahn ziehen. Der muss leider weg. So leid es mir tut für den armen Baum. Dann mache ich mir gleich erstmal einen Zaun schon mal, um zu markieren, wie weit das Ganze gehen wird. Auf der einen Seite gibt es den ja schon, hier noch nicht. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Diablo, eins der einfachsten Spiele, die es eigentlich gibt. Aber dennoch so genial. Die Sache ist nicht mal, ich weiß gar nicht, warum das so geil ist. Es ist es einfach. Es macht einfach einen Wahnsinnsspaß, dieses Spiel zu spielen. Denn, warum macht es einen Wahnsinnsspaß, dieses Spiel zu spielen? Ich schätze mal, dass ich doof war. Aber das ist jetzt erstmal irrelevant. Ich schätze mal, dass der Spaß einfach darin liegt, dass es erstens sehr zufällig ist, zweitens sehr direkt und eingängig und drittens allerdings auch mysteriös und anders genug. So, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plop. Dann müssten das ja auch so gehen. Und hier machen wir das auch schon mal. Das wäre dann nämlich... Ah, perfekt. Da kann dann direkt noch ein Baum weg. Versprochen, René, ich werde mich auch noch ein bisschen um deine U-Bahn-Schächte kümmern. Jetzt allerdings erstmal brauche ich etwas Kreativitätszeit für mich. Kreativitätszeit, sagte der Künstler und blieb in Bach hängen. Leute, was ist das? Was ist mit den Texturen los? Was habe ich hier falsch eingestellt? Will mir das vielleicht jemand erzählen? Ich glaube, den See lasse ich einfach. Warte mal. Ja, das habe ich nicht anders erwartet. Tralala, ein Eimer. Wäre der jetzt da? Das wäre geil. Habe ich das Eisen? Natürlich nicht.